In diesem Video geht es um den Salomon S-Lab Genesis. Ein Trail-Schuh-Modell, wie man unschwer erkennen kann. Konzipiert für lange Strecken, für lange Abenteuer, für lange Ultra-Trails. Und so kam es dann auch, dass der Salomon-Athlet Mathieu Blanchard, ich hoffe, ich habe seinen Namen jetzt richtig ausgesprochen, beim diesjährigen UTMB, immerhin 170 Kilometer lang, einmal rund ums Mont Blanc Massiv, in diesem Modell den zweiten Platz gemacht hat. Und ja, das zeigt wirklich den Einsatzzweck dieses Schuhs. Wie er sich läuft, wer von dem Schuh profitiert, das verrate ich in diesem Video. Zunächst wie immer zu den nackten Zahlen. Der Schuh wiegt laut Salomon 258 Gramm in der Mustergröße. Das ist ein Unisex-Modell. Die Größe EU 44 US 10 habe ich nachgewogen mit genau 281 Gramm. Ziehe ich noch 1 Gramm für den ganzen Dreck ab, sind wir bei 280 Gramm. Das ist nicht besonders leicht, das ist aber auch nicht besonders schwer für einen Schuh mit so viel Schutz, mit so viel Komfort, mit so einer dicken Mittelsohle, dazu gleich mehr. Die Sprengung beträgt 8 mm und kosten soll der Schuh 190 Euro. Wer andere S-Lab-Modelle von Salomon kennt, weiß, dass S-Lab für wettkampforientierte Produkte steht. Also sowohl die Schuhe als auch die Bekleidung, die Laufwesten, die S-Lab auf irgendwie aufgedruckt haben. Das sind immer so die Top-Produkte, die leichtesten, die minimalistischsten, die extremsten. Auch der Genesis heißt S-Lab und ist damit ein Wettkampfmodell, nur dass man es ihm nicht ganz so ansieht. Also mit der dicken Mittelsohle, mit diesen Elementen hier, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, sieht der Schuh nicht so aus, wie man es von früheren S-Lab Sense-Modellen kennt, die total flach waren, total leicht waren. Hier geht Salomon einen eigenen Weg und dieser Weg heißt Schutz und Komfort. Der Schuh ist konzipiert, um auf langen Strecken angenehm zu funktionieren, den Fuß zu schützen, dem Läufer, der Läuferin ein bisschen Arbeit abzunehmen. Und das macht er wirklich hervorragend, aus mehrerlei Gründen, auf die ich jetzt einmal eingehen möchte. Zunächst einmal das Obermaterial. Wie andere S-Lab-Modelle auch, ist die Passform sehr eng. Wer breite Füße hat, wird mit dem Schuh nicht klarkommen. Das ist einfach so. Wer schmale Füße hat, findet wunderbar Platz. Wer normal breite Füße hat, sollte den Schuh auf jeden Fall mal ausprobieren, ob es genug Raum für die Zehen gibt. Das ist ja dann ein bisschen Geschmackssache. Bei mir passte der Schuh, ich habe schmale Füße, passte perfekt. Man schlüpft hinein, diese sockenähnliche Konstruktion hier in der Mitte umschließt den Fuß und eigentlich muss man die Quick Lace, dieses Schnürsystem, gar nicht festziehen und trotzdem sitzt der Schuh angenehm um den Fuß. Einmal festgezogen hat man dann wirklich einen richtig festen Halt. Weder nach vorne rutscht man, nach hinten noch seitlich. Das ist wirklich wie eine Socke, aber nicht unbequem. Innen ist der Schuh total angenehm ausgepolstert, die Zunge ist angenehm gepolstert, hier im Rückfußbereich. Es fühlt sich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Material beschreiben soll. Angenehm auf jeden Fall, da drückt nichts, da reibt nichts. Kein Tester, keine Testerin hatte jemals Probleme in dem Schuh mit irgendwelchen Druckstellen, mit der Passform, solange eben die grundsätzliche Passform nicht der Fußanatomie, sage ich jetzt mal, widerspricht. Wie gesagt, breite Füße, no go. Was dann noch auffällt, ist hier der Schuhkragen. Der ist wie so eine integrierte Gamasche gestaltet. Geht hier so ein bisschen nach innen, nervt aber nicht, auch weil der Rückfußbereich generell sehr weich gestaltet ist. Ja, wirklich ein... wie so eine Socke eigentlich, ne? Das Obermaterial oder der ganze Schuh, die ganze Passform, wie so eine Socke, umschließt das den Fuß, das hält sehr, sehr gut. Zum Obermaterial, da haben so ein paar Leute gesagt, oh, das sieht ja irgendwie seltsam aus, ist der Schuh wasserdicht oder was auch immer. Nein, der Schuh ist nicht wasserdicht, das ist einfach ein mit Aramidfasern, kennt man auch unter dem Begriff Kevlar und steckt in Stichschutzwesten, in schusssicheren Westen, einfach eine sehr robuste Faser und diese Faser ist hier in diesem Obermaterial mit eingewebt, was dafür sorgt, dass dieses Obermaterial sehr fest ist, dass man es aber auch nicht, es ist nicht sehr dehnfähig, sagen wir es mal so. Das ist auch ein Grund, warum Läuferinnen und Läufer mit eher breiten Füßen in den Schuh dann nicht passen, selbst wenn sie irgendwie hineinkommen, würden sie sich eingeengt fühlen, weil dieses Obermaterial nicht
nachgibt. Vorteil dieser Aramidfasern oder dieses mit Aramidfasern verstärkten Obermaterials ist, dass der, dass dieses Obermaterial natürlich sehr robust ist, dass der Schuh den nicht nachgibt, das Obermaterial nicht nachgibt, den Fuß sicher hält, auch auf Dauer sicherlich sehr robust ist und sehr abrieffest ist und sehr leicht und dünn gestaltet werden kann, ohne ja, Kompromisse in Bezug auf Haltbarkeit, Halt des Obermaterials etc. Eingehen zu müssen. Das ist tatsächlich eine ganz tolle Konstruktion. Trotz dieser Aramidfaser muss man jetzt keine Angst haben, dass das in irgendeiner Form unbequem ist. Auch hier vorne, wo man den Schuh dann knickt und irgendwie mal so kleine Falten entstehen, da drückt nichts. Also diese Aramidfasern sind sehr reißfest, aber nicht in irgendeiner Form hart oder unbequem. Nach dem Obermaterial kommen wir zur Mittelsohle, dem sicherlich auffälligsten Teil des S-Lab Genesis. Wie eingangs erwähnt, Salomon geht hier den Weg Komfort und Schutz und da ist die Mittelsohle auf jeden Fall ja, mitprägend. Die Mittelsohle ist im Rückfußbereich 30 mm hoch und unter dem Vorfuß 22 mm hoch. Das ergibt dann eben die Sprengung von 8 mm. Und dieses Material, was Salomon hier verwendet, ist jetzt nicht super weich und super reaktiv, aber dämpft total angenehm. Also auch schwere Läuferinnen und Läufer, die mit dem Rückfuß landen, haben hier hinten genug Reserven. Leichte Läuferinnen und Läufer haben aber auch ein sehr komfortables Laufverhalten. Also das funktioniert sehr gut. Die Sohle dämpft angenehm. Sie nimmt natürlich ein bisschen Rückmeldung vom Untergrund. Das ist jetzt kein S-Lab Sense Modell, wie man das von früher kennt, die total flach sind, wo man ja, den Trail spürt durch die Mittelsohle. Das ist hier nicht. Aber weil es jetzt kein schwammiges Laufverhalten ist, hat man trotzdem immer das Gefühl, die Kontrolle über den Untergrund zu haben und zu spüren, was unter dem Fuß passiert, ohne dass man so die kleinsten Nuancen, die kleinsten Steine, die kleinsten Wurzeln merkt. Dann sei noch zu sagen, der Schuh ist ja vorne und hinten sehr stark aufgebogen. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist eine Rockerkonstruktion. Nee, ist keine Rockerkonstruktion in meinen Augen, weil hier im Mittelfußbereich ist diese Biegung unterbrochen, geht sogar nach innen. Das ist eher so eine Wellenform, die die Außensohle hier macht oder die Mittelsohle vielmehr. Das spürt man beim Laufen zum Glück nicht. Ich habe zunächst befürchtet, dass wenn man landet, dass das dann hier irgendwie so eine Unterbrechung ist in der Abrollbewegung. Das ist nicht der Fall. Warum Salomon hier so eine leichte Biegung reinbringt, weiß ich nicht. Man spürt es zum Glück nicht, läuft sich sehr angenehm und mit dieser Mischung aus Komfort und Leichtigkeit, weil wie gesagt, so richtig schwer ist der Schuh für die dicke Mittelsohle und dieses sehr schützende Obermaterial und auch das grobe Profil, auf das ich gleich noch zu sprechen komme, nicht. Also es hat durchaus Dynamik, auch wenn natürlich der Fokus auf Komfort liegt. Ein Punkt, der mich zunächst noch nervös gemacht hat oder zumindest ein bisschen irritiert hat, waren diese Elemente hier außen und hier innen. Das sieht aus, als seien das Stabilitätselemente, die wirklich ja wie so eine Pronationsstütze arbeiten sollen. Tun sie aber gar nicht. Keiner unserer Testerinnen und Tester hatte irgendwie den Eindruck, dass das ein Schuh ist, der irgendwie in die Laufbewegung eingreift, dass es ein Stabilschuh ist. Vielmehr ist funktioniert diese Konstruktion wie eine Klammer. Also sie umschließt den Rückfußbereich und sorgt einfach dafür, dass der Rückfußbereich sicher gehalten und geführt wird im Schuh. Was gerade auf den langen Strecken, wenn der Fuß ermüdet, wenn der Körper ermüdet, wenn man nicht mehr so genau aufpasst, wo man hintritt, sicherlich ein Vorteil sein kann, wenn da der Schuh einfach so ein bisschen Arbeit übernimmt. Von daher hat der S-Lab Genesis da einfach nochmal so eine leicht unterstützende Wirkung, aber keine Stützfunktion im klassischen Sinne. Ein beim Trailschuh natürlich auch noch wichtiger Punkt ist die Außensohle und die ist relativ grob. 4,5 mm sind die Stollen. Die haben auch wirklich einen hervorragenden Grip. Also im trockenen Zustand, auf Sand, im Geröll, auf Forstwegen hat man immer einen sicheren Halt. Auch Schlamm mag der Schuh, das ist alles gar kein Problem. Was leider die Außensohle nicht so mag und das Problem haben leider viele Salomon-Modelle, ist tatsächlich Feuchtigkeit. Auf eher glatten Untergründen wie Stein, Wurzeln,
auch nasser Asphalt, wenn er glatt ist, hat man einfach nicht so ein richtig gutes, vertrauenswürdiges Gefühl mit der Außensohle. Also die ist einfach, die Gummimischung ist da nicht so griffig, hat nicht so viel Halt. Und das ist schade, weil ansonsten das grobe Profil ist ziemlich gut für viele Bedingungen. Also man kann mit dem Schuh unter vielen Bedingungen laufen. Das ist jetzt nicht so ein ganz extrem aggressives Profil, mit dem man auf Forstwegen, auf festen Forstwegen oder auf Asphalt so ins Schwimmen gerät. Aber es ist jetzt auch kein zu leichtes Profil, in dem man, womit man gar keinen Grip hat, sondern es ist eigentlich eine sehr gute Mischung, womit man eigentlich überall laufen könnte, wenn es dann eben nicht nass ist. Also unter wirklich nassen Bedingungen, wenn ich weiß, da kommen jetzt viele Felsen, viele Steine, die feucht sind, dann wäre die Außensohle nicht unbedingt mein Favorit. Aber ansonsten unter in allen anderen Bedingungen funktioniert die Außensohle wirklich gut. Und damit wäre ich dann auch schon beim Fazit zum Salomon S-Lab Genesis. Der Schuh ist wirklich durch seinen Komfort und durch den Schutz wie gemacht für lange Strecken. Ich finde, das macht der Schuh wirklich hervorragend. Ich könnte mir auch vorstellen, in diesem Schuh sofort einen Ultra-Trail zu laufen und habe da keinerlei Bedenken, was den Komfort des Obermaterials, was den Komfort der Dämpfung etc. angeht. Trotzdem finde ich positiv, dass der Schuh eine gewisse Dynamik mitbringt. Also er ist flexibel genug, um so ein leichtes Gefühl für den Untergrund zu haben, auch mal schneller zu laufen, bergauf wie bergab. Das haben auch unsere Testerinnen und Tester gesagt. Der Schuh bietet eine gewisse Dynamik und funktioniert aber auch auf den langen Strecken. Es ist quasi das Beste aus beiden Welten. Und das macht der Salomon S-Lab Genesis wirklich hervorragend. Einziger Kritikpunkt ist wirklich ein bisschen die Außensohle, die Gummimischung, die einfach unter nassen Bedingungen nicht so gut funktioniert.